René Menges, Jahrgang 49, Studium an der HDK in Berlin, visuelle Kommunikation, Schwerpunkt Fotografie. 1989 Fotostudio in Eimsbüttel, seit 1983 Verlag mit Postkarten und Kalendern eigener Fotografien. Schauspielunterricht bei Gerda Katharina Kramer, Klein- und Werbedarsteller für Film und Fernsehen. 2001 bis 2010 Kurse in kreativer Tanz und diverse öffentliche Tanztheaterauftritte, private Auftritte bei Partys und Meditationstreffen, Schwerpunkt Ausdruckstanz, Entwicklung eigener Choreografien, Erblast. Durch Schrecken des Krieges wiederkehrender Drang, mich völlig ohne Anlass zu verstecken, sagt er. Ohnmächtige, verzweifelte Wutausbrüche, auch angesichts von Kleinigkeiten. Das Grundgefühl, ganz allein auf mich gestellt zu sein, nichts und niemand ist wirklich für mich da. Schließlich dank transzendentaler Meditation, Erfahrung von Stille und Einheit tief in mir. Dadurch Auflösung alter Verspannungen. Stabile Lebensfreude in einer von lebensfeindlichen Kräften dominierten Welt.
Ja, warum tanze ich zum Thema Erblast? Erblast ist ein ständiger Begleiter in meinem Leben, mehr gewesen als heute noch. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass Gebüsche mich magisch angezogen haben und ich mir immer vorgestellt habe, ob das Gebüsch groß genug wäre, dass ich mich da drin verstecken kann und keiner findet mich. Und ein paar Dosen was zu essen und man könnte da irgendwie überleben. Ja, etwas praktisch vollkommen Sinnloses, was immer wieder in meinem Leben auftauchte. Und was ich heute inzwischen in Bezug setze zu den Kriegserfahrungen, nicht nur von meinem Vater, sondern auch von den Großvätern, von den Großmüttern, von der ganzen Menschheit die letzten 5000 Jahre. Das sitzt ja alles auch in meinen Genen, das ist im kollektiven Bewusstsein verankert. Wer weiß, was ich im letzten Leben so getrieben habe. Und das wollte zu dem Thema raus. Kämpfen, stechen, töten, Schmerz, Verzweiflung, Angst und Wut bestimmten ja die überwiegende Vergangenheit. Und sie steckt halt noch in unseren Knochen. Und so habe ich mich diesem Thema eigentlich eher hingegeben. Ich bin im Wesentlichen Ausdruckstänzer, das heißt Improvisationstänzer. Was Sie dann sehen oder gesehen haben oder sehen werden, das kam sehr spontan aus mir raus, aus meinem Gefühl, aus dem Inneren. Und sozusagen ist dieses Stück auch ein Teil Selbsttherapie in gewisser Weise. Ja, das ist es so im Großen und Ganzen, ne?